In den heutigen videos schauen wir uns die Drop-Details an für den kommenden Disney-NFT-Drop. Außerdem gehen wir auf ein Update ein zu MCP. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, was es mit diesem Comic hier auf sich hat. Außerdem gibt es noch ein Event in Amsterdam. Darauf gehen wir auf jeden Fall auch nochmal am Ende des Videos ein. Das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen und Bord, ich bin Stein Captain. Dein VBOG mit den wichtigsten BB News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge Updates mit dabei. Deswegen würde ich sagen, wenn auf jeden Fall mein Kanal gefällt, dann lass mir auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins erste Thema. Als allererstes schauen wir uns mal so die Drop-Details an für den heutigen Disney NFT-Drop. Unter anderem haben wir hier natürlich wieder drei Charaktere mit dabei. Das Ganze ist als Blindbox-Format und als Common-Version bekommen wir hier Moana. Das Ganze wird einen Listenpreis pro Blindbox von 50 Gems haben und eine Editionzahl hier bei der Common von 2016 natürlich außerdem eine First Appearance sein. Dann als zweites haben wir hier einmal die Uncommon. Die wird insgesamt nur 1888 Editions haben, natürlich eine First Appearance sein. Und als letztes haben wir dann hier noch ein Collectible, was ich persönlich sehr interessant finde und zwar haben wir nämlich einen Hahn und der ist eine Ultra Rare und hat eine Editionzahl von gerade mal 1555 Stück und ist auch eine First Appearance. Das Ganze ist außerdem hier, wie ihr seht, animiert und auch mit Sound. Ist anscheinend eine Ikone. Ich persönlich kenne mich, was den Film angeht, überhaupt nicht aus, aber laut einigen Leuten soll das hier doch auf jeden Fall ein sehr beliebter Charakter in dem gesamten Film sein. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall ein paar Updates an, denn es gibt auf jeden Fall schöne Updates zum Thema MCP. Und zwar wird das Ganze nämlich weiter ausgerollt mit neuen Usern. Es gibt auch schon Leute, die das Ganze hier bekommen haben. Zum Beispiel hier der gute Viviversum, der hat hier auch schon sein MCP jetzt endlich bekommen. Und ja, das Ganze wird auf jeden Fall weiter ausgerollt. Natürlich, sobald hier Probleme auftreten, wird das Ganze natürlich wieder sich ein bisschen verzögern. Momentan sieht es aber tatsächlich relativ gut aus. Der eine oder andere hat es vielleicht schon in der Comic-Sektion gesehen, und zwar nämlich dieses Comic hier. Und da hat sich für den einen oder anderen wahrscheinlich schon die Frage gestellt, was ist das von Comic und wo kommt das so plötzlich her? Ich wusste nämlich auch nicht davon. Das Ganze war nämlich wieder eine Aktion von Marvel Unlimited. Dort kann man subscriben und dann bekommt man hier anscheinend ab und zu mal die Möglichkeit, so ein NFT hier sozusagen zu gewinnen per Promocode. Und ja, das Ganze war halt wieder eine Aktion. Insgesamt wurden hier 1850. Rausgebracht, beziehungsweise ist die Total Size von den Editions. Insgesamt sind momentan tatsächlich aber nur 19 gelistet. Und wenn man sich anschaut, wo hier die Listingpreise sind, ja, dann ist das günstigste gerade mal hier etwa bei 769 und wir sprechen hier von der kamen version Wir haben hier außerdem die First Appearance von Sunfire und auch in Real Life ist das tatsächlich nicht allzu günstig, das Comic. Insgesamt hier für eine 9.8 muss man schon so 8750 US-Dollar hinblättern. Das ist schon auf jeden Fall eine Menge. Wenn man sich dann aber mal hier die unteren Comics anschaut. Ja, dann ist das auf jeden Fall ein relativ günstiges Comic. Man sieht das hier eine 8,5, bekommt man hier schon für 375 Dollar. Also hier ist der auf jeden Fall der Abfall des Preises enorm. Und deswegen es ist es eigentlich tatsächlich gar nicht mal so ein starkes Comic. Aber aufgrund der edition Size natürlich jetzt auf Vivi. Und weil wir nicht wissen, wie viele wirklich dann auch im Endeffekt gemintet werden, ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr rares und auch sehr interessantes Comic, einfach aufgrund der Edition Size. Als nächstes schauen wir uns nochmal den Bitcoin an, denn der sieht momentan ziemlich gut aus und hat ja auf jeden Fall nochmal einige Prozente hingelegt in den letzten Tagen. Wenn man das sich mal anschaut, haben wir hier auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne positive Entwicklung. Wir sind ja auch schon an den 28.000 US-Dollar gekratzt. Also es geht auf jeden Fall hier sehr positiv nach oben. Unter anderem, ja, der Omi-Token hat sich nicht wirklich viel bewegt. Hier seht ihr es gerade 1,9% Prozent, gerade hier hat das Ganze gemacht. Und wenn man sich jetzt hier im Vergleich mal die letzten 14 Tage anschaut, ja, dann ist das hier mehr. Eigentlich in der Seitwärtsphase als wirklich irgendwie ein Pump wie bei allen anderen Assets. Denn wenn man sich mal hier alle anderen Assets anschaut bei CoinGecko, dann sieht man hier eigentlich in den letzten sieben Tagen 36%, 28%. Man sieht eigentlich wirklich nur eine sehr, sehr positive Entwicklung bei jedem Coin. Außer beim omi -Token, ob das Ganze bewusst gemacht wird oder tatsächlich einfach momentan der Fall ist, dass den Token einfach niemand kaufen möchte. Das kann ich euch natürlich nicht wirklich sagen, aber es sieht auf jeden Fall momentan beim Omi-Token relativ langweilig aus. Sobald es dann natürlich irgendwelche Entwicklungen gibt, erfahrt ihr das sofort auf meinem Kanal. Und als letztes gibt es nochmal eine Ankündigung und zwar nämlich für das nächste vivi treffen Und das Ganze wird nämlich in Amsterdam stattfinden und zwar nämlich am 31. März. Das heißt schon bald und hier wird es eine... Disco geben bzw. einen Nachtclub geben, der hier gemietet wird und dort habt ihr dann die Möglichkeit, hier reinzukommen, wenn ihr euer VW NFT, also irgendein VW NFT vorzeigt. Ist es ist auf jeden Fall relativ cool, dass das Ganze hier stattfinden wird. Wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, findet ihr hier auf jeden Fall alles auf diesem Flyer. Ihr könnt ansonsten mal ganz kurz stoppen und euch das genau anschauen mit der Adresse und so weiter und so fort. Es sind auch außerdem zwei DJs gemietet und das Ganze wird von 20 bis 23 Uhr hier einmal laufen und danach wird wahrscheinlich hier der der normale Disco-Betrieb losgehen, denn so wie ich das verstanden habe, geht tatsächlich hier dieser Club so ab in etwa 0 Uhr richtig los. Das heißt, dann werden wahrscheinlich normale Gäste noch dazukommen, aber ich denke mal, für die Leute, die dann auf jeden Fall dorthin gehen werden, die werden sich dann untereinander connecten. Ihr könnt mir sehr gerne reinschreiben, ob ihr da hingeht. Ich persönlich werde es wahrscheinlich eher nicht schaffen, aber vielleicht seid ihr ja dabei. Und könnt auf jeden Fall berichten. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den BB News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gibt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche noch ein schönes Restwochenende. Bis dann, Herr Captain. Ciao, ciao.